Ich bin der Geschäftsführer und Hauptgesellschafter des Unternehmens Bauunternehmen Schick und Schaeffler in Dessau. Unser Unternehmen existiert seit dem 01.01.1992. Wir sind tätig vom Hoch- bis zum klassischen Tiefbau. Wir sind ein regionales Unternehmen und wir wollen natürlich auch weiter für die Zukunft hier für unsere Partner da sein. Da ich 65 Jahre in diesem Jahr alt werde, wollen wir natürlich auch versuchen, das Unternehmen mit einer ordentlichen Fortführungsprognose zu gestalten. Dafür haben wir also auch hier einen guten jungen Bauleiter eingestellt, der mittlerweile sich hier auch entwickelt hat bis zum Prokuristen und hier zukünftig in dem Unternehmen eine entscheidende Rolle spielen soll. Ich bin der Herr Werner, komme ursprünglich aus Dessau, bin in Dessau geboren, bin mittlerweile 38, bin seit 2019 in dem Unternehmen Schick und Schaeffler als ursprünglich Bauleiter tätig, über technischer Leiter, seit 2021 Prokurist im Unternehmen. Aus der Schule mit 16 Jahren raus, habe Fliesenleger gelernt, habe vom Grunde auf eigentlich so das Baugenre verinnerlicht und wollte das halt auch weiter aufbauen, so dass ich dann gesagt habe, nach meinem Fachabitur, dass ich jetzt nach München gehen möchte zum Studieren, habe dann eigentlich nach den ersten 5 Semestern über ein ortsansässiges Bauunternehmen in München die Chance gehabt, die Tätigkeiten eines Bauleiters näher kennenzulernen und ausüben zu dürfen. Ich möchte mein Know-how auch in der Region wieder einbringen und habe dann 2019 den Herrn Schaeffler kennenlernen dürfen, als ich mich im Unternehmen beworben habe als zukünftiger Bauleiter. Und wir haben da eigentlich sehr schnell eine Wellenlänge getroffen, dass wir beide dieselbe Sprache sprechen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich seither nicht bereut habe, den Weg auch wieder zurückzugehen. Was natürlich bei uns hier in Dessau ist, dass man sich doch schon schneller kennenlernen kann, was vieles dann auch in der Kommunikation einfacher macht. Den konnte ich mir sehr schnell annehmen, weil auch der Herr Schaeffler ein guter Vermittler war und sagte, pass auf, mit den Leuten haben wir viele Jahre zusammengearbeitet, die Kommunikation läuft so und so. Dann hat man diese Kommunikation sozusagen auch aufgenommen, konnte mit den Leuten ins Gespräch kommen und dadurch sind mittlerweile auch sehr gute Geschäftsbeziehungen auch für mich persönlich gewachsen, auf die man die nächste Zeit natürlich auch aufbauen kann. Sehe in einer Nachfolgeregelung, dass wir eine Grundehrlichkeit haben müssen, dass wir ordentlich fighten müssen, das gehört dazu. Aber am Ende muss der Partner gegenüber sagen, mit dem kannst du bauen. Auf den ist Verlass, der streitet zwar mal, aber am Ende weißt du genau, was du da kriegst. Wenn ich dann irgendwann mal auf meinem, ich sag mal, verdienten Sofa sitzen darf zu Hause, was mir natürlich schwerfallen wird, in den ganzen Jahren aktiv hier zu sein, trotzdem mit erhobenem Haupt durch die Stadt fahre und immer noch unsere Flagge irgendwo sehe und sehe, gucke an, die bauen nach wie vor, so wie wir es damals angefangen haben, weiter und machen vielleicht noch größere Projekte und man kann dann am Ende stolz sein. Und das ist das Ziel, was ein jeder Unternehmer haben sollte.